Hallo Freunde, es ist so ein schönes Wetter. Ich dachte, ich mache draußen mal ein kleines Video vor meinem Mystery Unboxing Video. Es sind so 25 Grad. Also, ich wünsche euch allen viel Spaß mit meinem jetzigen Mystery Unboxing Video. Mein heutiges Mystery Paket ist vom lieben Gerrit. Gerrit, vielen Dank. Sei gegrüßt, Gerrit. Du hast mich angeschrieben, wieder mal auf Facebook. Du hast mir was angeboten, ein Mediabook, ob ich das gebrauchen kann. Das ist hier drin, das Mediabook. Und hast du mir geschrieben, dass du noch weitere Sachen reinpackst, weitere Filme reinpackst. Sieht man ja, ist ganz schön groß geworden. Vielen lieben Dank, Gerrit. Ist ganz schön groß geworden, das Paket. Dann werde ich jetzt einfach mal öffnen und mal schauen, was du mir noch mit reingepackt hast. So. Dein Paket kam richtig schnell an. Du hast Freitag verschickt und heute ist Montag. Ich wünsche euch allen aber allen noch einen schönen Wochenstart. Es ist so warm hier, 25 Grad und kaum Wind, riecht also fast so richtig stickig. So, und da ist es. So, ihr könnt als erstes schon mal reinschauen. Ihr seht natürlich nichts. Natürlich seht ihr nichts, weil da oben Pappe drauf ist. So, hier ist jetzt zu sehen. Alles mit schön mit Luftpolsterfolie. So, als erstes kommt mir entgegen das Mediabook, was wir eigentlich getauscht haben. Und zwar habe ich von dir jetzt bekommen, Hunger habe ich von dir bekommen, importierten Mediabook. Wollte ich auch unbedingt mal haben in meiner Sammlung. Soll ja so ein spezieller Film sein, so ein Sexploitation-Film. Oder auf jeden Fall mit Gewalt, mit viel Blut. Und ich freue mich sehr drauf, dass ich dieses Mediabook jetzt in der Sammlung habe. Guck mal, wie dick das ist. Richtig dicker Klopper. Also hier steht drauf, ein blutiges Schlachtfest voller Sex und Gewalt von Ryan Nicholson. It's time to kill, baby. Das Ganze ist limitiert auf 1000 Stück. Ich habe die Nummer 433. Es ist ein 6-Disc-Mediabook. Collector's Edition. 6 Discs sind hier drin. Und das Cover. Oh, ich hätte das Cover zensieren müssen. Ich habe es vergessen zu zensieren. So, ich zensiere es nochmal im Nachhinein. So. Cover sieht schon mal sehr schick aus. Uncut Edition ist das. Steht hier oben. Uncut Edition. Ja, und dann hier sind die ganzen Discs drin. Hier sind die ganzen Discs alle drin. Und dann hier das fette Booklet. Wie viele Seiten hat denn das Booklet überhaupt? Kann man das hier irgendwie sehen? Oh, hier ist viel nackte Haut drin zu sehen. Viel nackte Haut. Und viel Blut im Booklet. Viel Blut. Und hier ist sogar eine Schwangere. Da holt einer aus der Schwangeren, aus dem Bauch, ein Baby raus. Alter Schwede. Was geht da denn ab, ey? Total crazy. Total crazy Film. Ja, ich freue mich drauf. Und hier ist die andere Seite. Mit den drei Discs. Es ist nämlich, auf der einen Seite sind DVDs und auf der anderen Seite sind Blu-rays. Von Shock Entertainment ist das Mediabook. Das Mediabook ist von Shock Entertainment. Nun wieder zensieren. Kein Problem, keine Lust, Probleme zu haben mit YouTube. Lass ich mir das Video ab 18 schalten. So, hier Hunger im wattierten Mediabook. Das erste. So, dann hast du mir noch mehr reingepackt. Oh Gott. Geil. Another Wolf Cop hast du mir mit reingepackt. Ein weiteres Mediabook. Another Wolf Cop. Was ist jetzt das andere hier? Okay, das ist was anderes. Auf jeden Fall hier Another Wolf Cop, in schön gezeichneten Cover.
ist ja der zweite Teil von, welcher Firma ist das hier? Von Indeed Films. Indeed Films limitiert auf 333 Stück. Ich habe die 305. So, hier kann man das sehen. Auf 333. Okay, das ist der zweite Teil von Wolfkopf. Den ersten Teil habe ich schon mal gehabt in der Sammlung. Hat mir nicht so gut gefallen, der erste Teil. Aber jetzt habe ich, ist egal, jetzt habe ich den zweiten Teil. Vielen Dank, Gerrit. Der hat ein weiteres Mediabook. Auch von Indeed Film. Nee, das ist jetzt von Escolite. Oder sowas. Und zwar Shrooms. Shrooms heißt das. Vielen Dank, Gerrit, dass du mir dieses Mediabook mit reingepackt hast. Kenne ich überhaupt nicht den Film, sagt mir überhaupt nichts, aber ich habe hier eine niedrige Limitierung. Das ist auf 222 Stück limitiert, ich habe die Nummer 3. Ich habe die Nummer 3 abbekommen. Was ist das überhaupt vom Film, Im Rausch des Todes? Ist wahrscheinlich ein Schwarz-Weiß-Film, hier haben wir die Rückseite. Sagt mir überhaupt nichts, der Film. Aber trotzdem, vielen Dank, Gerrit, für dieses Mediabook. Komm, jetzt geht's weiter. So, hier ist überall Schaum, Luftpolsterfolie. So, was haben wir jetzt noch? Da haben wir eine DVD. Payback. Eine DVD. Mit Mel Gibson. Ja, sagt mir auch nichts, der Film. Kann gut sein, kann nicht gut sein. Ich glaube, warte mal. Hier sind, aber hier, so ein Snapper Case. Das hier so ein Snapper Case, was zu einer Seite so zuklappt. Zack. Und hier ist eine DVD drin mit zwei Seiten. Einmal die Seite und einmal die Seite. Auf einer Seite ist drauf, dass der Film in 16 zu 9 und auf der anderen Seite ist 4 zu 3. Hier Payback mit Mel Gibson. So, weiter geht's. Was ist das? Ein Steelbook. Ein Blu-ray-Steelbook. Wow. Ein Blu-ray-Steelbook und zwar 21 Jump Street. Hast du mir mit reingepackt. Vielen Dank, Gerrit. 21 Jump Street. Die Filme kenne ich. Das ist so eine Komödie, auf jeden Fall lustig gemacht, hier im Steelbook, Blu-ray vor allem. Hat aber keinen Innendruck. Ja, vielen Dank, Gerrit, für dieses Steelbook. Denn, oh Gott, den hatte ich schon mal in meiner Sammlung, dieses Steelbook. Punisher. Die 2-Disc-Steelbook ab 18, der war ja damals, glaube ich, indiziert oder so. Und jetzt ist er frei verkäuflich. Hier das Blu-ray-Steelbook. Hatte ich mal damals in meiner Sammlung gehabt, habe ich abgegeben gehabt. Aber jetzt habe ich es wieder in der Sammlung. Jetzt Punisher im Steelbook. So, weiter geht's. Oh! Den wollte ich so gerne mal haben, den Film. Auf diesem Film, das ist jetzt eine DVD, da warten die Leute auf eine Blu-ray. Ich glaube, die ist sogar out of print, die DVD. A Rack Attack im Snapper Case. Und hiervon habe ich mal gesehen bei 4K-Sammler, sei gegrüßt 4K-Sammler. Du hast mal veröffentlicht ein Video, dass dieser Film endlich auf Blu-ray rauskommen soll. Weil diesen Film, A Rack Attack, gibt es nur auf DVD. Ich glaube sogar, die ist out of print, glaube ich sogar. Hier die Rückseite mit Spinnen. Eigentlich mache ich ja keine Spinnen, weil ich habe eine Spinnenphobie. Also ist total eklig. Spinnen, die ungefähr so klein sind, kein Problem. Spinnen, die so klein sind. Aber wenn dann so eine Tarantel, so eine Vogelspinne, die dann so groß ist, oh, da könnte ich weglaufen vor so einem großen Spinnen. Die finde ich so ekelhaft. Aber ich glaube, das hier ist mehr so ein Actionfilm. Ich weiß nicht, ob mir der gefallen wird. Mal gucken. Auf jeden Fall hier A Rack Attack in DVD. Dann
Oh, unzensierte Fassung. Nur noch 60 Sekunden habe ich hier. Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage ist, glaube ich, auch ein richtig guter Film. So ein Kultfilm, glaube ich. Also das ist ein richtig guter Film. Nicolas Cage geht ja eigentlich immer. Hier im Director's Cut. Ich glaube, aber hiervon gibt es, glaube ich, auch eine Blu-ray. Ich glaube, hiervon gibt es eine Blu-ray. Auf jeden Fall vielen Dank, Gerrit. Und jetzt kommen wir zum letzten. Eine Blu-ray. Alter Schwede. Michael J. Fox. Ein Peter Jackson-Film. The Frighteners. Also, ich glaube, hiervon gibt es auch eine große Box. Diesen Film wollte ich so gerne mal haben. Auf Blu-ray. Der hat mich richtig interessiert, der Film. Endlich habe ich den Film in meiner Sammlung. Frighteners. Hier die 18er Fassung. Hier war ein Bennecover. Von Peter Jackson ist der Film. Von Universal ist die Blu-ray. Hier Frighteners. Auf Blu-ray. Ich glaube, die ist sogar out of print. So. Paket ist leer. So, das war jetzt mein Mystery Unboxing Video. Vielen Dank, lieber Gerrit, dass wir den Tausch gemacht haben, dass du mir ein weiteres Mystery-Paket zugeschickt hast. Hat mich sehr gefreut, der Inhalt. Also der Inhalt hat mich sehr gefreut. Richtig geile Filme, richtig geile Edition, richtig top. Okay, ich wünsche allen, wie gesagt, einen schönen Wochenstart. Genießt das Wetter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.